Hallo und einen wunderschönen guten Abend zur neuen Ausgabe zur Plotter-Expedition Nummer 9 heute. Es geht heute um ein spezielles Thema, um Designfolien von Oma Plott von Heike. Und die Heike ist auch unser Gast heute und wird uns durch die ganze Sendung begleiten. Wie immer ist auch meine liebe Caro bei mir. Schwenke ich auch mal kurz rüber. Sie möchte sich auch gern euch begrüßen und mal Hallo sagen. Wir starten heute in einem sehr spannenden Abend, glaube ich. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Jetzt habe ich ganz vergessen, mir den Chat aufzumachen. Den hole ich mir dann nochmal. Aber die Caro hilft mir und gibt mir Bescheid, wenn es Fragen gibt. Für alle, die heute das erste Mal zuschauen, möchte ich gern kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, ich zeige euch noch einen Rückblick zur letzten Sendung. Da ging es um Schere, Flex, Papier, um Papiermotive. Da zeige ich euch ein paar Motive, da gibt es was zu gewinnen. Und zwar haben wir immer eine Expeditionsbox für euch vorbereitet, beziehungsweise das Marketingteam von der Firma Polytape. Es gibt immer exklusiv zur Sendung ein Bundle, eine Box mit 20 A4 Folien bunt gemischt aus dem Hause Polytape. Und auch aufgepasst, helft uns gerne im Laufe der Sendung. Ich werde immer wieder fragen, wie ich was umsetzen kann oder wie ich etwas genau machen soll. Kommentiert gerne mit, tauscht euch aus. Am Ende der Sendung gewinnen auch direkt drei Personen live auch noch so eine Expeditionsbox von Polytape. Das ist das, was ich sagen wollte. Vielleicht sagen wir ganz kurz Hallo zur Heike, die ja schon auf uns wartet und schon da ist. Hallo, liebe Heike. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute mit dabei bist und uns ein bisschen Einblick geben wirst über dich, deine Arbeit, die Designfolien und auch das Erstellen von deinen Designs in Kombination mit den Folien. Da freue ich mich schon sehr. Endlich auch wieder ein Live mit dir. Das ist sowieso immer schön. Bevor wir das aber machen, gehe ich noch einmal zurück in die letzte Sendung, wie ich gerade angekündigt habe. Zeig mal her, was da alles umgesetzt worden ist. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dir, mit deinen Folien, die es jetzt exklusiv im Handel dann geben wird und auch mit einigen Designs, die wir vorbereitet haben und die wir heute gemeinsam mit der Caro und dir umsetzen werden. Und ich glaube, du hast auch einige Beispiele mitgebracht, die du uns im Laufe der Sendung zeigen wirst. Ja. Perfekt. Dann schalte ich mal ganz kurz hier in diese Ansicht und zeige euch vom letzten Mal, wer sich erinnert, da hatten wir das Thema Schere, Flex, Papier und ein Freebie von der Caroline Glass von der Pappmanufaktur. Und da sind einige wunderbare Umsetzungen gemacht worden. Und da, liebe Heike, du siehst es schon, war jemand dabei, und zwar die liebe Claudia, die schon vom Sommerkalender auch schon einen kleinen Teil von der neuen Serie verwendet hat. Das Grün, das stellen wir später noch vor, diese Folie. Dann gibt es hier von der lieben Hannelore, hat auch das Täschchen umgesetzt und eine Karte. Auch mit drauf gemahlen, also besonders aufwendig. Dann hat noch die Marion hat einige Taschen für uns gemacht. Und hier in der Version, ihr seht es auch, die Lasche oben gibt es in zwei Varianten. Das war einmal als Kreis und einmal als länglicher, wie nennt man denn das? Ein runder Zylinder oder so, wie sagt man das? In der Variante umgesetzt und dann hat auch noch die Uschi gebastelt hier, die hier mit dem Kreis und hat nochmal ein Close-Up auch geschickt. Also ich finde die Umsetzungen total schön und es ist sehr variabel. Mit den Dateien kann man eben sowohl mit Papier als auch mit den Folien verzieren. Und wir sind ein bisschen zusammengesessen, zu dritt haben uns beratschlagt und gewonnen hat die liebe Marion. Du darfst dich freuen über eine Expeditionsbox, die du zugeschickt bekommst. Bitte schreibe direkt an unsere E-Mail-Adresse. Da gehe ich direkt nochmal in die andere Ansicht und blende dir das ein, damit du auch weißt, wo du das hinschickst. Und zwar bitte hier auf plotterexpedition@poly-tape.de. Gib uns deine Adresse und bitte auch Telefonnummer bekannt, damit wir das auf Reise schicken können. Und für alle weiteren, die jetzt zuschauen, dranbleiben und kommentieren, zahlt sich aus, denn auch ihr könnt ebenso eine Box in Summe 3 am Ende der Sendung gewinnen. Jetzt gehe ich aber wieder zu meinem lieben Gast, zur Heike. Also, herzlich willkommen nochmal. Es ist ja, du hast ja vor kurzem eine Aktion gehabt mit dem Sommerkalender und ich denke, viele, die heute zusehen, die wissen das, aber vielleicht sind auch ein paar neu dabei und kennen dich noch nicht. Magst du vielleicht dich ganz kurz vorstellen, was du genau machst? Na klar.
Ja, hi, ich bin die Heike. Ich stecke hinter dem Label Oma Plot. Seit jetzt 3 Jahren biete ich Plotte-Dateien an in erster Linie. Habe noch so ein bisschen ausprobiert mit Stoff und USB-Sticks, Tassen. Also bei mir gibt es alles Mögliche, aber wie gesagt, der Hauptfokus sind natürlich Plotte-Dateien. Und seit, ja, eigentlich schon von Anfang an gibt es bei mir immer einen Adventskalender. Das ist so mein Steckenpferd eigentlich von Anfang an, der Adventskalender. Und damit experimentiere ich auch gerne. Und da gab es dann im letzten Jahr zum ersten Mal einen Jahresendkalender mit eben zum ersten Mal einem physischen Geschenk per Post. Und das kam, war ehrlicherweise ganz baff, wie gut, dass es das ankam. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Aber kam eben so gut an bei den Leuten, dass ich mir gedacht habe, okay, dann machen wir halt mal einen Sommerkalender. Weil bis Weihnachten ist es auch noch so lang. Damit die Leute nicht so lange warten müssen, machen wir den Sommerkalender. Und in diesem Sommerkalender gab es dieses Jahr, weil es eben auch ein Kalender sein sollte, in Tütchenform 7 Dateien und passend dazu dann 7 physische Tütchen. Und in 5 davon waren dann Folien drin. Genau. Und in den anderen beiden eben beplottbares, also ein Schlüsselanhänger und ein Accessoire-Täschchen. Und diese Folien, die da eben mit drin waren, die sind eben in Zusammenarbeit mit Polytape entstanden. Also ich habe sie designt und Polytape hat sie produziert. Genau. Super, grandios. Und ihr habt ja dann ja auch eine Vereinbarung sozusagen, dass auch Polytape die dann auch in den Handel regulär bringt, also nicht nur für deinen Kalender. Und diesen 9 Dateien widmen wir heute die Sendung. In Summe hast du uns da quasi wie viele Dateien sage ich schon, wie viele Designfolien mitgebracht? Also ich muss sagen, es sind tatsächlich nicht alle. Also in den Kalendern sind immer mindestens 2 Folien, die wirklich exklusiv nur für diesen Kalender sind. Also die kommen nicht in den Handel. Also wer den Kalender kauft, hat Zugriff darauf. Wer ihn nicht kauft, wird diese Folien eben auch nicht bekommen. Aber die anderen 3, die kommen in den Handel. Und wir haben noch eine 4., die nicht im Kalender war. Genau, also es sind insgesamt 4, die jetzt heute offiziell Verkaufsstart haben. Genau. Genau, und die werden wir heute eine nach der anderen in schönen Designs auch von dir umsetzen und vorstellen. Hier, ich kriege nur also ganz viele Kommentare zu deinem tollen Sommerkalender, da kriegst du ganz viel Lob, aber ich lese auch, dass es bei vielen piept, der Ton und bei manchen nicht. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, ob das an mir liegt, ob da irgendwas ist oder nicht. Das tut mir leid, also sollte das jetzt für mehrere gelten, müsste ich schauen, ob ich sonst das Mikrofon wechsle und mich dann weniger bewege. Ich kann das machen, wenn es wirklich, kommentiert gerne, wenn das Tonproblem für die Mehrheit herrscht. Das Aber ist viele dein Thema, sagen, es ist überhaupt mein. kein Problem. Super. Ne, sagen alle, okay, gut. Also wie gesagt, viele, ich lese Streichelfolien, die grüne ist der Oberhammer. Ich denke, die grüne wird dann die sein, die wir heute wahrscheinlich auch herzeigen und so weiter. Ich glaube, wir zeigen alle hier, oder? Ja, und du wirst auch einiges von denen herzeigen, glaube ich, oder Sachen, die du generell designt hast. Wie kam es denn überhaupt zur Zusammenarbeit mit Polytape? Wie bist du denn da überhaupt auf die Idee gekommen, zu sagen, ich mache jetzt meine Designfolien und ich lasse mir die. Wie kam denn das? Das war tatsächlich reiner Zufall. Also Polytape kam auf mich zu im Zuge eines Instagram-Gewinnspiels und da sind sie mit ganz vielen eben aus dem Plotterbereich eben in Kontakt getreten. Und dieses Gewinnspiel, da habe ich halt mitgemacht, also habe eben auch ein Polytape-Gewinnspiel auf meiner Instagram-Seite gemacht. Und mein Instagram-Kanal ist ja tatsächlich sehr klein im Vergleich zu der Facebook-Seite. Und ich glaube, das hat Polytape im ersten Moment auch gar nicht so wirklich umrissen. Auf jeden Fall lief das Gewinnspiel weit erfolgreicher, als es wohl gedacht oder erwartet wurde. Und daraufhin hat Polytape eben angerufen und gefragt, ob wir öfter mal was miteinander machen wollen. Und da hat sich dann ein total lustiges oder wir hatten einfach ein nettes Gespräch daraus ergeben. Und dann habe ich eben auch erzählt von der Planung, vom Adventskalender eben. Und in dem ersten Adventskalender war ja schon, da habe ich ja schon mal eine Folie designt. Das war dann eben noch eine komplette Eigenproduktion, die habe ich eben selbst drucken lassen, war eben ohne aufkaschierte Übertragungsfolie, sondern eben mit externer Übertragungsfolie. Und das habe ich erzählt. Und das stieß dann tatsächlich bei Polytape auf reges Interesse, sodass ich dann eingeladen wurde, das doch mal vorzustellen, was ich mir da so gedacht habe dabei. Genau. Und bei dem Termin, ja, habe ich dann eben dabei, ja, doch sehr gut vorbereitet, weil es ja für mich tatsächlich ja schon eine Riesenchance war. Und dementsprechend eingeschüchtert war ich auch vor Ort, muss ich sagen. Ich habe ja schon gewusst, dass Polytape groß ist, aber dass das so riesig ist. Wow, also
Das war wirklich schon heftig, muss ich sagen, und furchtbar. Ich war so furchtbar nervös. Ich habe fast gar nichts sagen können. Ich habe eine Führung gekriegt durch das Werk, und das war ja also Wahnsinn. Ja, ich war ja auch mal dort. Das ist schon, wenn man das erste Mal sieht, sehr beeindruckend. Vor allem die Folie, die wir ja alle in A4 schon so, ne, wie Gold behandeln. Und wenn man das sieht, diese Riesenrollen und Jumbos, wie die da, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Das heißt, du bist da richtig präsentieren gegangen mit einem ganz vorbereitet vor einem Board und hast dein Konzept vorgebracht und sie haben gesagt, ja, machen wir, seitdem macht ihr zusammen da Folie. Ne? Genau, also ich habe tatsächlich, weil ich habe mir auch wirklich was dabei gedacht, eben bei den Folien. Und das habe ich eben vorgestellt, habe eben extra im Vorfeld nur für diesen Termin tatsächlich, ich glaube, ach, keine Ahnung, 20, 30 unterschiedliche Folien extra eben nochmal neu drucken lassen, und habe die dann eben ja, präsentiert. Und das lief tatsächlich dann so gut, dass ich gesagt habe, okay, machen wir. Also tatsächlich bei dem Termin haben wir dann eben auch gleich die Folien ausgesucht, mit denen wir dann eben einfach mal diesen Testballon starten wollten. Okay. Genau. Ich schaue jetzt nur gerade, ich ändere gerade mein Mikrofon, weil viele sagen, das ist mit dem Pfeifen. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich schaue gerade, ob es jetzt ohne dem, du hörst mich noch mit demselben oder ich schalte bei dir auch um, damit wir da vielleicht ausschließen können, dass es an dem liegt. Und ich werde jetzt versuchen, da so reinzusprechen. Und jetzt schauen wir, ob der Ton hoffentlich besser wird. Okay, gut. Also, entschuldige. Alles gut. Irgendwas total spannend, was du erzählst. Und ich finde es auch toll, dass das auf so viel gute Resonanz stößt. Ich sehe auch jetzt schon wieder in den ganzen Kommentaren immer wieder nur Gutes und Tolles. Und andere wollen auch bei Polytape gerne in die Werksführung. Ich weiß, der Michael will das auch gerne anbieten. Da ist auch schon mal angedacht worden. Ich glaube, wir werden ihn das nächste Mal einfach fragen. Und vor allem, wenn die Corona-Zeit mal wieder besser wird und so weiter. Aber ein gutes Stichwort, nachdem das ja nicht möglich ist. Ich wollte später nochmal auf den Kongress zu sprechen kommen, den wir ja stattdessen planen, wo du auch Teil davon sein wirst. Ja. Aber das machen wir nach hinten, wenn wir mit dir das alles gesprochen haben. Da gibt es noch eine kleine Information auch gern zu unserem Plotter-Kongress im September. Es piepst immer noch, dann kann es aber nicht mehr an mir liegen. Soll ich mal mein Mikro umstellen? Also, ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt. Also, bei mir ist es wirklich nicht mehr. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, aber nicht mehr gut, sondern sehr blechern. Aber wenn Okay, jetzt ja, das besser ist als dann. das Piepen, dann würde ich eher mit dem Blechern gehen. Dann warten wir jetzt einfach ab, was die nächsten Kommentare sind, ob das Piepen noch da ist. Okay, soll Ja. ich einfach mal weitererzählen? Erzähl einfach mal weiter und ich habe ein bisschen im Blick, was die Piep-Kommentare sagen. Alles Ist klar. weg. Okay, schauen Ja, wir mal. ich wollte euch ja eigentlich noch erzählen, wie denn die Designs für die Folien eigentlich so zustande kommen. Ich hoffe, das interessiert euch. Wenn nicht, Total gern. Also, erzähle ich jetzt trotzdem weiter. also ich finde das total spannend zu erfahren, wie du das angehst, wie du eben die Designs erstellst, weil du hast mir erzählt im Vorfeld, deswegen frage ich auch gleich, dass du das ja wirklich von hinten auf machst und sagst, okay, wie soll denn das Endprodukt aussehen, dass die Folie dazu passt und nicht umgekehrt. Also wir gehen ja in den Laden und sagen, oh, die Folie ist schön und dann überlegen wir uns, was nehmen wir jetzt für ein Design, du machst das anders, ne? Genau, ich mache es tatsächlich genau andersrum. Ich habe mir immer, ja, also ich meine, es gibt ja diverse Designfolien, es gibt auch ganz, ganz tolle Designfolien. Das Prinzip der Patternfolien habe ich zum Beispiel ehrlicherweise noch nie so wirklich verstanden. Also das ist ein Muster, das sieht auf der Folie toll aus, aber was tue ich damit? Also ich meine, das ist ja jetzt eigentlich, finde ich jetzt falsch rum aufgezogen. Ja, eigentlich sollte man ja überlegen, was will denn der Kunde, also was will denn der Nutzer eigentlich machen? Und für diesen Zweck dann die richtige Folie gestalten. Genau, und das zeige ich euch jetzt mal eben an dem Beispiel der Green Flow, würde ich jetzt sagen, weil das ist eigentlich das eindrücklichste Beispiel, wo man es eigentlich am besten erkennt. Und zwar glaube ich, jeder von uns hat schon mal sowas geplottet wie Gras, Blumenwiese, Palmen, Bäume. Für sowas braucht man eigentlich eine Folie, die eben verschiedene Grüntöne hat. Genau, und das wollte ich eben tun, nämlich eine Folie, die eben sowohl auf Palmblätter als auch eben auf Gräser oder was auch immer, einfach, ja, einfach mehr Leben in diesen ja doch immer sehr eindimensionalen Plot eben reinbringt. Genau. Und so gehe ich das eben an mit meinen Folien, dass ich mir eben überlege, was will ich denn machen und wie muss die Folie dazu aussehen,
damit einfach mehr Leben reinkommt und damit das Ergebnis dann optimal ist. Und dann natürlich im Optimalfall auch so, dass es für viele, viele Anwendungsspektren passt, für unterschiedliche Größen. Und das ist so meine Herangehensweise. Genau. Also du hast dir die grüne Folie schon gezeigt, die werden wir auch später umsetzen. Genau, du zeigst sie nochmal her, perfekt. Und ich habe mir da, können wir das schon so machen, dass ich immer zeige, was wir dann bepressen werden? Na klar. Ist das? Weil ich habe auch das so ähnlich wie dein, hast du ja das auch an eine Datei erstellt. Moment, ich halte es mal, dass es nicht so schimmert. Ah genau, du hast sie eh schön noch besser zum Herzeigen. Und die besteht hier aus 4 Farben. Also es wird ein mehrfarbiger Plot werden und das sind alles Folien, die es dann auch in unserem Expeditionsbundle gibt, das müssen wir auch dazu sagen. Das heißt, da sind immer passend zur Sendung die Folien drinnen. Jetzt verrate ich gerade schon eine Folie, die es noch gar nicht gibt, also die man jetzt erst sieht dann. Aber das heißt, da sind 10 Folien drin, das könnt ihr beim Ruhrplottkind kaufen. Und die einzelnen Designfolien gibt es bei dir auch schon im Shop als Designerin und sind in Kürze auch im Fachhandel erhältlich. Da blende ich auch gleich oben ein. Nee, das kann ich gar nicht, das kann ich nur in meiner, das blende ich später noch ein, wo ihr das überall natürlich auch kaufen könnt. Ab sofort beim Ruhrplottkind und einzeln auch bei dir. Und ich werde das Ganze, liebe Heike, ich habe da 2 Sachen vorbereitet, da können alle schon mit kommentieren. Entweder ich habe so schön auf grün, da passt genau drauf, es ist so eine, wie sagt man dazu, Kellnertasche, wo man mit dem Gürtel das, weil ich denke, das passt jetzt gerade für den Sommer ganz gut. Oder alternativ auch auf einem Babybody könnten wir das heute drauf machen. Also da könnt ihr mir gerne schreiben. Bei mir ist jetzt nur bei mir ist nur die der Chat weg. Vielleicht kannst du nur genau, das wäre super. Babybody oder ja, genau, oder die Gürteltasche, die Kellnertasche, das können wir dann noch schauen. Und dann genau, das ist das eine Design. Was hast du noch vorbereitet? Welche Folie gibt es noch? Also was noch gibt, also pass auf, muss ich jetzt dazu sagen, es geht ja immer, für mich immer noch um den Designprozess, den ich euch erläutern wollte. Genau, die allerersten Folien, die ich gemacht habe, waren Aquarellfolien in unterschiedlichen Tönen, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, ich persönlich mag es nicht so bunt. Ja, ich mag schon ein bisschen Leben, aber ich mag nicht so bunt, deswegen die Aquarellfolien, die ich als erstes gemacht habe, die waren für Letterings gedacht und zwar einfach schöne, genau, zeige ich euch mal, einfach schöne Letterings. Die ein bisschen weiter von dir aus nach rechts, bitte, dann sehen wir. Genau, stopp, genau, perfekt. Ja, sehr schön, super, genau. Ja, perfekt. Waren eben für Letterings gedacht, dass einfach, die einfach nicht ganz so, ja, die halt einfach eine schöne, lebendige Farbe haben, aber eben, ja, nicht einfach erwachsener, ein bisschen erwachsener sind, genau. Natürlich für die Farbe mögen, haben wir jetzt, darf ich jetzt schon zeigen, meinst du? Ja, ich habe es ja auch schon gezeigt. Ich habe es ja auch schon gezeigt, sozusagen. lebendiger mögen, haben wir jetzt nachgezogen. Genau, klasse. Das ist die neue Aquarell Multicolor, die es jetzt eben ganz, ganz neu gibt. Die war dann zeige ich dir auch gleich so in die Kamera. Warte, ich gehe ein Stück zurück. Das ist, glaube ich, der Schein nicht so. Genau, so sieht die aus. Total schön. Genau. Und dann, weil ich es ganz lustig fand, wollte ich euch dann noch die Entstehungsgeschichte von der Rostfolie. Ja, aber warte ganz kurz, weil wir noch, bevor wir von dieser Folie weggehen, da zeige ich noch her, was wir umsetzen, weil da stelle ich auch das Freebie vor, was du ja extra für die Sendung gemacht hast. Die Caro hilft mir da ganz kurz und reicht mir das. Ich habe das ja alles schon geschnitten. Und zwar habe ich hier, diesmal mache ich einfach einen Rucksack für einen meiner Kinder auf Schwarz. Man macht sich nämlich diese Farben natürlich besonders schön. Und hier haben wir das Freebie, was ihr ab sofort auch, Moment, das ist nicht spiegelt, erkennt man das? Jetzt halte ich so ein bisschen weiter so, mit dem Licht, das ist echt immer so, die Trägerfolien sind manchmal ein bisschen schwierig, genau. Das heißt, if you never try, you will never know, das gibt es als Freebie auf der Seite von Polytape ab sofort zur Sendung zum Herunterladen, auch dauerhaft. Das wird Caro dann noch machen. Und jetzt wolltest du uns was... Ich habe nur eine Frage, komme noch. Die Frage, ist es jetzt schlimmer, das Piepen? Oder ich habe auch Kommentare gelesen, dass du jetzt schlecht zu hören bist. Und ich weiß gerade nicht, was angenehmer wäre für die Zuseher. Vielleicht hast du noch einen Blick drauf und sagst mir einfach, Caro... Es ist jetzt besser als vorher. Also besser jetzt der Ton besser so? Besser jetzt als vorher. Okay, dann...
Dann lassen wir das so. Okay, dann lassen wir das so. Okay, also dann bitte gerne deine Entstehungsgeschichte zur Rostfolie, weil wie gesagt, du hast in der ersten, also in der ersten Runde, wo du Designfolien gemacht hast, auch, wie viele Folien waren es da? Fünf. Fünf. Warte mal, habe ich auch da, kann ich auch mal herzeigen. Das war eben drei Aquarelle in Blau, sieht man es? In Blau, genau, in Grün und in Rosa. Genau, da habe ich damals auch eine Sendung gehabt mit dem Traumfänger von, der war auch wirklich schön, genau. Und die, genau, die sind aber, jetzt aber wieder aufgelegt worden. Die kann man jetzt wieder auch kaufen. Mhm. Genau, die gibt es zum Kaufen. Und dann war auch noch die Herbstfeuer mit drin, sowohl für Herbstdateien als auch für Feuerszenarien wirklich sehr gut geeignet. Und meine persönliche Lieblingsfolie aus dem ersten, die Rostfolie. Die sieht auch genau. Richtig, richtig gut. Und die Rostfolie, die ist tatsächlich so entstanden aus einem Familienausflug. Wir waren nämlich im Phantasialand. Und da wurde angekündigt, diese neue Fly-Achterbahn. Und das war so ein Steampunk-Stil. Und ich dachte mir, genau, richtig, genau das fehlt mir noch. Ich brauche eine Steampunk-Datei. Und was braucht man da natürlich noch dazu? Man braucht eine Rostfolie. Und daraus entstand dann. Wow, also das heißt, du warst im Phantasialand, hast gesagt, ich brauche eine Rostfolie, die dann genau zu so einem Thema passt und hast es wieder eben Datei mit Folie kombiniert und dann auch die Datei dementsprechend schon gedanklich mit der Folie im Vorfeld gehabt, um das so zu erstellen. Weil ich zeig das nochmal, ich habe wirklich richtig gut aus. Und die Datei gibt es auch bei dir immer nach wie vor im Shop zu kaufen. Den blende ich später auch dann noch ein und das können wir vielleicht ganz, nee, das machen wir später, oder? Besprechen wir es fertig, dann zeige ich nochmal deinen Shop her und wo alles zu erhalten ist. Genau. Also das finde ich spannend. Dann hast du zu den anderen Folien, die wir heute noch herzeigen, doch auch Entstehungsgeschichten, oder? Habe ich Entstehungsgeschichten? Also die bunte Aquarelle war tatsächlich in erster Linie eine Ergänzungsfolie, weil halt einfach nicht jeder mag so, ich sag mal, erwachsen, sondern klar, man hat auch, man möchte halt auch mal bunt. Ja. Tatsächlich muss ich sagen, hätte es dazu, also ich plaudere jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen, tatsächlich wäre sie ursprünglich auch mit im Sommerkalender gewesen. Mhm. Aber wir machen es tatsächlich mal so, ich schick an Polytape die Designs und sage dann, was ich eben exklusiv haben möchte. Und und dann hat aber Polytape gesagt, nee, wollen sie auch mit verkaufen. Und dann ging mir die Folie, also dann hätte ich keine zwei Exklusiven gehabt und dann musste halt eine weichen. Also deswegen, haben wir es dann nochmal umgestellt, aber sie wäre eigentlich mit drin gewesen und tatsächlich gibt es auch eine passende Datei dazu, die kommt dann auch irgendwann. Super. Okay. Genau, aber die gibt es tatsächlich noch nicht. Die habe ich dann ein bisschen zurückgestellt. Okay. Genau. Entstehungsgeschichte zu den Folien. Also ich weiß, es kam vorher kamen ganz viele Kommentare zur grünen Folie, die wir gezeigt haben. Dann die haben wir jetzt gezeigt. Und jetzt haben wir noch zwei. Einmal die Jeans-Folie aus dem Kalender. Wollen wir mit der weitermachen? Da haben wir ja auch ein tolles Design, was die Caro heute plotten wird. Ich hole mir das nur mal her. Aber du kannst gern schon mal starten. Wenn du möchtest. Hast du da ein Beispiel vorbereitet, Heike? Für die Jeansfolie? Ja. Ja, tatsächlich. Ich habe es ja geschnitten. Wir plotten ja heute. Ich kann es sonst auch herzeigen. Ja, nee, ich habe tatsächlich das gleiche Beispiel vorbereitet wie du. Das passt gut, weil ich habe. Ich zeige mal die Folie in die Kamera. So sieht die aus. Sieht wirklich klasse aus. Hat auch ein total schönes, helles Blau. Also ich finde, dass der Farbton ist da super gewählt, auch von der Jeansfarbe. Und du hast da ja auch mir was geschickt, weil man muss ja dazu sagen, wir haben ja da wirklich viel auch diskutiert und gesagt, das machen wir mit dem Bundle, was geben wir da für Folien rein, ich brauche immer 10 Folien, die man zeigen kann, dass man alles nachmachen kann, wer möchte und dass alles gut abgestimmt ist. Und dann hast du mir auch diese wunderschöne Datei hier gesagt, auch mit den Folien, also alle Folien, die ihr hier seht, also ich muss jetzt schauen, ich muss ja in das Mikro jetzt sprechen, dass es auch funktioniert, also alle Folien, die ihr hier seht, die sind auch in unserem Bundle dann enthalten, 10 Stück. Und
Da hast du eben, ja, was ich sagen wollte zu diesen Designs, wenn ihr diese nachmachen wollt, also das eine Freebie, das ist mit dieser Aquarellfolie in Bunt und die, du hast einen speziellen Discount mitgebracht, das habe ich jetzt fast vergessen, das blende ich kurz ein. Bis zum 25.07., glaube ich, 7. kann man die Designs, die wir heute plotten, bei dir um 50% günstiger kaufen. Und der Rabattcode ist Plotter-Expedition. Das ist jetzt Genau, auch diese eingeblendet, neue, dass alle genau, auch Bescheid neue wissen. Summertime. Super. Und wir werden diesen Hasen umsetzen. Der ist auch ein bisschen anspruchsvoller, weil er doch aus vielen Farben besteht. Deswegen, das lasse ich die Caro machen. Aber ich muss dazu sagen, ein großes Lob an Heike, ihre Dateien sind so toll aufgearbeitet. Da muss man nicht mehr viel machen. Danke dir. So, ich werde jetzt nur mit diesem Mikrofon hin und her, damit man auch alles hört. Und dann werden wir noch auch eine Sprüche, du hast ja da Sprüche dazu, die Dateien bestehen ja nicht immer nur aus dem einen. Du hast ja, der Hase hatte einmal, glaube ich, Ohrhörer und es gibt ja unterschiedliche Varianten. Das ist nicht nur ein Hase, ja. Und auch mehrere Sprüche dazu. Und ich habe mir da drei Sprüche, die schauen wir uns dann später noch genauer an, auch vorbereitet, wo ihr dann mitentscheiden könnt, welchen wir dann mit aufs T-Shirt pressen werden. Ja. Das heißt, jetzt haben wir eine Folie ist noch übrig, die wir uns noch anschauen. Soll ich die mal reinhalten? Ja, warte, ich such das Beispiel dazu. Genau. Das ist eine Just-Look-Folie. Die ist Wie heißt die? tatsächlich Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. eine Just-Look-Folie. Also die soll quasi so einen Grunge-Effekt bringen. Weil ich habe gesehen, dass tatsächlich sehr, sehr viele eben auch so Just-Look-Dateien gerne machen, dass es eben beliebte Motive sind. Und es soll eben die möglichst perfekte Folie dafür sein, die dann eben automatisch so einen kleinen, leichten, ja, je nachdem, ob man es eben auf schwarz oder auf weiß oder auf was anderes plottet, einfach so einen Just-Look eben gleich ins Motiv reinbringt, ohne dass dieser Just-Look im Motiv enthalten ist. Super. Genau. Also ich habe das auch probiert und da muss ich auch gleich, kann ich auch gleich einen Tipp geben, weil mir ist ja so ein kleiner Schnitzer kann man jetzt nicht wirklich sagen, passiert. Ich nehme das jetzt nur mal als Unterlage. Und zwar, du hast ja auch eine richtig tolle Datei dazu, die kennt man vielleicht auch. Nope, not today. Das not today sieht man jetzt gerade gut, weil mein Hintergrund weiß ist. Ja. Aber ich wollte es eigentlich auch auf einem dunklen T-Shirt auf schwarz, weil es auch mit deiner Datei super passt. Weil man sieht hier, da wo jetzt freigelassen, oh Gott, wo halte ich das hin? Wo es hier freigelassen ist beim N und hier, arbeitest du ja auch gern so mit Tiefenrelation oder mit Schatten oder drei, so ein bisschen Effekt. Ne? Und hier würde das schwarze T-Shirt auch gleich einen Schatten für die Schrift und so weiter mitgeben. Genau. Und jetzt habe ich deine Folie, aber nicht behirnt beim Schneiden, ob ich jetzt mehr im schwarzen Bereich lande oder wenn ich es anders geschnitten hätte, hätte ich mehr den hellen Bereich erwischt. Und dann wäre natürlich das Schwarz vom T-Shirt, weil ich kann es jetzt mal kurz herhalten, na, man sieht das dann sehr schlecht. Und da würde ich halt, da kann man vielleicht auch drauf achten und sagen, wenn ihr das schneidet und ihr wollt es mit Schwarz-Weiß spielen und auch schwarz oder weißen Untergrund, dann eventuell auch darauf achten, wo dann die Schrift ausgeschnitten wird, ob mehr im Schwarzen oder mehr im Weißen, um dann eben auch den Effekt so maximal wie möglich rausarbeiten zu können. Wir haben jetzt dann, ich habe ein schwarzes T-Shirt jetzt vorbereitet, ein dunkelblaues oder Petrol, können wir dann später auch noch gemeinsam anschauen, was am besten sein wird. Aber ansonsten, wenn das jemandem passiert und dann würde ich einfach sagen, könnte man ja auch nochmal die Schrift nachschneiden, war auch die Idee von der Caro. Genau, so wie du es gerade Genau. reinzeigst, einfach mit einer Farbe oder mit Weiß dann auffüllen und dann hat man auch wieder, dass es ein bisschen rauspoppt. Das heißt, auch bei dieser Datei, die es bei dir günstiger gibt, hast du mehrere Varianten. Es ist nicht nur die eine, sondern da sind viele Varianten drin. Aber dann können wir jetzt eigentlich, bevor wir wirklich ins Tun kommen, kurz auch deinen Shop jetzt auch herzeigen mit den Dateien, wo es die gibt. Und zwar hier ist deine Webseite oma-plot.de. Das sieht man auch gleich neu im Shop, die vier Folien, die wir heute besprechen, die es jetzt im Handel gibt. Und ich habe jetzt auch gerade die Info bekommen, der reguläre Handel wird es wahrscheinlich ab August auch haben. Und im Moment gibt es es exklusiv bei dir. Als Designerin hast du die natürlich schon. Und dann im Bundle beim Ruhrplottkind ist es dabei. Und dann sind sie auch demnächst, spätestens wahrscheinlich Anfang August, regulär bei den Händlern im Sortiment. Ich blende das dann auch oben gleich nochmal ein, wenn ich in der anderen Oberfläche bin. Da habe ich Platz, das durchlaufen zu lassen. Aber so ist dein Shop und du hast auch direkt drunter die vier Dateien, um die es heute geht, die es dann günstiger gibt. Du hast eh alles hier stehen, bis 25.07. 50% Rabatt, kann man das alles einfach finden. Und sich auch so durch deinen Shop wühlen. Man sieht ja auch wirklich schon viele interessante Beispiele, die du im Laufe der Jahre dir da schon designt hast.
Wer die Heike sonst noch sucht, Heike ist immer sehr bescheiden. Heike gibt es auch auf Instagram. Ich zeige das jetzt trotzdem her. Heike hat zwar gesagt, ist nicht wichtig, aber ich finde es schon. Also wenn ihr das, was Heike macht, mögt, ihr findet sie auf Instagram unter Omaplot. Gibt es auch immer wieder ganz tolle Inspirationen. Lohnt sich auf jeden Fall ein Abo dazulassen. Und wer nicht auf Instagram ist, sondern lieber auf Facebook unterwegs, der hat auch die Möglichkeit, hier Heike als Omaplot zu finden. Jetzt muss ich meine Nachrichten wegklicken. Und hier gibt es dann auch immer Neuigkeiten zu allem, was du machst. Auch Teaser zu unserer Sendung. Du machst auch sonst viele Lives. Also auch da die Tierchen, von denen du gesprochen hast. Das heißt, es Ja, lohnt sich auf wirklich. jeden Fall bei dir vorbeizuschauen. Ja? So, und jetzt überlege ich gerade, mir fällt gerade auf, ich habe was falsch vorbereitet, dass du später nicht mehr zu sehen sein wirst, wenn wir arbeiten. Aber bleib bitte dabei, wir hören dich noch. Okay. Dann gehe ich jetzt mal nur in die andere Ansicht, wo ich alleine bin. Da läuft auch jetzt oben schon durch, wo man die Folien dann kaufen kann und generell Polytape-Folien zu erwerben sind. Wie gesagt, einmal noch hier dieses Bundle mit 10 Folien, mit allen Folien, die ihr heute noch sehen werdet. Das gibt es beim Ruhrblattkind und ich glaube auch, die liebe Janina vom Polytape postet das auch in die Kommentare, dass ihr auch direkt den Link habt zu diesem Bundle. Und die Dateien haben wir bei dir, das hat es auch gesehen. Und jetzt würde ich sagen, Caro, wir starten. Womit wollen wir starten, Heike? Sollen wir mit der Aquarell starten? Weil einfärbig fangen wir es leicht an. Jawohl. Für dich auch okay, Caro? Passt es gut? Okay. Dann haben wir jetzt mal hier die Kamera. Jetzt versuche ich das Mikro nur mitzunehmen. Es war kurz die Frage, wie man die Designfolien zu pressen hat. Genau, das wollte ich noch sagen. Da kann ich vielleicht, oder ich lasse es eigentlich hier. Das sind, der Einspieler von Michael. Ich bin halt schon echt, tut mir leid, etwas verwirrt. Aber dann kann der Michael sagen, wie denn diese Designfolien zu handhaben sind. Ich spiele den lieben Flexman für euch ein, damit ihr auch hört, wie toll die Designfolien aufkaschiert sind. Hallo und einen wunderschönen guten Abend, liebe Miriam, liebe Caro und liebe Heike, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Bei der heutigen Expedition geht es um die einzigartigen Designfolien von unserer Omaplot. Damit die Anwender das großmögliche Anwendungsspektrum haben, sind diese Folien mit unserem Turbokleber ausgestattet. Sicher bringt ihr gemeinsam die Vorzüge der Produkte den Crafter näher. Und wie immer, zu guter Letzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Expedition. So, das war auch schon der liebe Michael. Das heißt, wir haben gelernt, alle Designfolien sind auch Polytape-Turbofolien. Das heißt, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit weniger Hitze und geringerer Zeit verpresst werden können. Und zwar, auf jeder so einer Farbkarte steht auch hinten immer drauf, 130 bis 160 Grad. Und je nachdem, bei 130 Grad sind es 5 Sekunden und bei 160 Grad sind es nur 3 Sekunden. Das heißt, die sind schonend auch fürs Material und dadurch auch eben, wie wir es die generellen Turbofolien sind, auch für ein breiteres Spektrum an Textil und so weiter geeignet. Ja? Wenn es dazu noch Fragen gibt, gerne kommentieren. Die Caro hat heute viel zu tun, weil ich habe den Chat nicht offen. Vielleicht übernehme ich dann doch ein paar Sachen beim Pressen. Aber das Leichte lasse ich dir vielleicht. Ich habe nur echte Sorge, weil ich den Chat sonst nicht mehr im Blick habe. Dann würde ich sagen, starten wir hier mit einem, wie wir es gesagt haben, Beutel, den müssen wir nur vorpressen, weil der hat bei mir wirklich viele Knitter. Und Caro ist ja auch Lehrerin und Expertin für Schüler und hat auch immer tolle Geschenke für ihre Schüler. Und daher weiß ich muss immer besonders aufpassen, wo ich das positioniere, weil der Beutel ja dann zusammengezogen wird. Ja, liebe Caro? Dass ich das auch so mache, dass wenn der Beutel dann ein bisschen sich so gefüllt ist und gezogen ist, dass man es immer noch schön sieht. Aber als allererstes immer ein paar Sekunden vorpressen, bringt die Restfeuchtigkeit nach draußen. Eventuelle Imprägnierungen werden verdampft und der Stoff ist optimal vorbereitet, um dann auch veredelt zu werden. Wann immer dir was einfällt, liebe Heike, einfach dazu sprechen. Jawohl. Und wahrscheinlich nur eine Spur lauter, weil ich glaube, mit dem Ton, das ist echt ein bisschen schwierig. Aber das kriegen wir hin. So, So. das heißt, die Caro macht jetzt deine schöne Aquarellfolie in bunt. Das heißt, und die hast du auch in diesem Rosé-Ton, den du uns vorher gezeigt hast. Genau. Das war das von der ersten. Rosé, Ja, Rosé, Grün, Blau. Das waren die drei, genau. Geht sich das aus oder brauchst du was zum druntergeben? Es geht sich Geht aus. sich Geht aus. sich aus.
Okay. Ah, das ist das Abmessen. Ich sehe schon Präzisionsarbeit. Ich denke, Heike, das gefällt dir. Du bist da ja auch immer, glaube ich, ganz genau. Ich neige da ein bisschen dazu, da manchmal zu sagen, ich mag es auch, wenn es nicht so perfekt ist. In anderen Dingen bin ich dafür ganz, ganz, ganz penibel. Also ich bin es Aber. ehrlicherweise auch nur beim Designen, aber nicht mehr beim Pressen. Ich mache das auch gern tatsächlich Pi mal Daumen. Ja. Aber ich weiß, beim Designen und so, da ist es ganz wichtig, dass alles stimmt. Gell? Die Caro hat das jetzt, weil die Frage kommt auch immer, nicht abgedeckt, was nicht dramatisch ist, weil die Easy Press von Cricut hat erstens mal eine Keramikfläche, das heißt, das ist völlig in Ordnung. Und hier ist alles abgedeckt. Wenn hier Kleber austreten sollte auf der Seite, sollte er nicht auf die Heizfläche kommen. Deswegen ist das kein Problem. Gut, jetzt kann man es auch schon Das lässt sich abziehen. super abziehen. Genau. Und sieht wirklich klasse aus. Das kriegt er immer, auch wenn es ein durchsichtiger Träger ist, wenn der ab ist, kommt nochmal so ein Wow-Effekt von der richtigen Farbe. Das finde ich echt. Ja, genau. Das halte ich jetzt dann auch nochmal hier in die größere Kamera. Oder mal schauen, ob ich da zurückgehe. Auch sieht, ich habe immer nur mit dem Licht, aber ich glaube, man sieht es gut, oder? Ja, vielleicht nochmal näher. Aber dann habe ich mit dem Licht wieder. Also es schaut, es ist in echt immer noch eine Spur intensiver und knalliger, als man es durch die Kamera sieht. Perfekt. Und dann würde ich sagen, Caro, vielleicht mache ich wirklich weiter allein wegen dem Chat, weil ich nur Sorge habe, dass da irgendwas nicht genau passt. Dann würde ich sagen, machen wir mit dieser Summertime-Datei. Heike, bist du da? Ja, Stimmst klar. du mir überein? Und jetzt ist die große Frage, ob wir den Babybody oder Caro flüstert schon die Tasche. Ja, Tasche Die war. Tasche. Machen wir es auf die Tasche. Okay. Jetzt ist Damit du natürlich. eine Challenge Damit ich eine Challenge bekomme, ja, bekommst. weil die Challenge bei dieser Tasche ist, dass die natürlich genau diese Nähte hier hat. Und ich habe zuerst das wirklich für den Body geschnitten und mir dann habe ich die Tasche noch gefunden in meinem Sortiment an Dingen, die ich beplotten könnte. Und da fand ich das Grün mit dem Grün so schön und als hätte ich es dafür genommen, hat es genau exakt gepasst. Ja. Jetzt schaue ich nur, dass ich das Mikro mitnehme, weil ich ja jetzt das andere habe, als ich es eigentlich vorgesehen habe und hoffe, dass man mich noch hören wird. Jetzt schalte ich da zu der Kamera und habe hier mal vorbereitet, hier die Tasche. Und nachdem ich ja weiß, dass hier die Nähte sind und hier auf der Seite auch, werde ich auch gleich ein Ausgleichskissen nehmen, um das auszugleichen. Und jetzt schaue ich nur, ob ich meine Presse umstellen muss, weil ich jetzt das Kissen habe, damit der Druck dann noch passt. Ich habe die Zeit schon eingestellt auf 130 Grad. Ja, das ist jetzt zu hoch. Kurz umstellen. Schließen. Ja, so soll es passen. Jetzt presse ich aber auch gleich ein paar Sekunden vor, damit das hier. Wo hast du die Tasche gekauft? Ich habe keine Ahnung, wo ich die habe. Es könnte sein, ich habe ja auch mal ein bisschen was von Polydeep geschickt bekommen, um einfach auszuprobieren. Und es könnte sein, dass der liebe Michael mir die geschickt hat, aber ich bin mir nicht sicher. So. Und jetzt, liebe Heike, wenn ich das hier Ja. positioniere, womit würdest du anfangen? Weil es ist ja alles, ich habe nicht geschichtet, das ist einlagig. Ich hoffe, das sieht man auch gut. Mit welcher würdest du es in dem Fall bei der Folie anfangen, mit dem Kreis, den du zentrierst? Oder wahrscheinlich sollte ich mit den Blättern anfangen, weil ich ja da achten muss, dass ich da genau in der Linie bin. Genau, also ich habe auch, also bei meinem ersten Mal, ich habe wirklich auch überlegt und habe dann tatsächlich mit den Blättern angefangen, ja. Ja. Gut, dann mache ich das auch so. Zerlege ich nur schnell dieses Design. Also man kann auch die Folien übereinander geben, das macht gar nichts. Ich sehe jetzt nur, da ist irgendein was zurückgeblieben. Und jetzt habe ich hier die Blätter. Jetzt passe ich das nochmal ganz kurz an. Genau. Also wir starten mit den Blättern. Und eigentlich hätte ich jetzt wahrscheinlich sogar auf 160 Grad vorheizen können, weil so kurz pressen, ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau, weil es ja gar nicht so viel braucht. Man kann gar nicht so kurz pressen, wie es möglich wäre, damit man auch eine kleinstmögliche Schrumpfung hat. Geht aber perfekt ab. Und dann mache ich weiter mit.
Genau, den Weiß, weil da habe ich es nicht einlagig gemacht. Da kommt es drüber. Das habe ich wohl vergessen. Das liegt tatsächlich an der Datei erstmal. Also ich habe es auch extra dazu geschrieben. Ich wollte nämlich, dass man auch ganz bequem eigene Texte einfügen kann. Und deswegen habe ich ausnahmsweise mal nicht alles subtrahiert. Die Schrift nämlich nicht. Okay. Aber auch hier sei mal wieder erwähnt, weil ja auch oft die Frage kommt, Schichten oder nicht. Also beides ist möglich. Und ist beides auch üblich, je nachdem, wie man es haben möchte. Und gerade hier jetzt bei meinen Täschchen, ja, macht das gar nichts aus, weil der Kellner, der das auf seinem Gürtel trägt, dem ist ja relativ egal, ob das ein bisschen dicker ist oder nicht. Von dem her ist das beides völlig in Ordnung. Und wenn man es auf Kleidung macht für Kinder, dann muss man einfach ein bisschen überlegen, wie dick wird es, wie viele Schichten übereinander. Aber zwei Schichten ist ja überhaupt kein Problem. Das wird dann auch beim Tragekomfort nicht zu unangenehm, würde ich sagen. Oder? Nee, vor allem ist ja auch die Schrift ja relativ klein. Ja. Von daher ist es ja jetzt auch nicht keine große Fläche, die da übereinander klebt. Ja. So. Bei der, dann muss ich auch eine Anekdote erzählen bei der Datei, weil ich dir das ja im Vorfeld gezeigt habe und du hast gesagt, was? Du hast die so klein geplottet, weil bei mir hat sie circa in der Breite 15 cm. Und da muss ich jetzt sagen, muss ich ein Loblied auf das Vinylmesser von Brother setzen, weil ohne Vinylmesser mit dem regulären hätte ich es auch nicht geschafft, glaube ich. Weil hier die Blätter sind wirklich ganz filigran. Das sieht man das. Ich halte es später nochmal rein. Und du hast gemeint, du hast das gleiche Motiv ja auf 20 cm gepresst, oder? Genau, ich habe es auf 20 cm gepresst, es hat funktioniert, aber ich habe mir dann schon gedacht, okay, viel kleiner sollte es nicht werden. Ich habe es aber tatsächlich auch noch nicht, aber nach unserem Gespräch bin ich überzeugt, ich brauche es. Ja, also ich kann auch, also alle, die Brother nutzen, ich kann das Vinylmesser wirklich von Herzen empfehlen, das macht einen gigantischen Unterschied bei Folien, wirklich so, wie es auch sein soll, also ganz, ganz grandios. So, ich habe die Datei jetzt nicht mit anderen Geräten getestet. Ich kann jetzt nichts zu den anderen sagen, ob die das genauso gut schneiden oder mit welchen Einstellungen. Aber das wollte ich unbedingt nur erwähnt haben. Puh, das rutscht jetzt alles nach unten. So, und jetzt haben wir auch. Oh, das sieht klasse aus. Moment. Muss ich nur schauen. Das ist die Tasche, schau mal. Warte mal, ja, das ist Gold. Also wir verwenden hier Weiß, Schwarz, Gold und deine Designfolie auf dieser grünen Tasche. Vielleicht, wenn ich zurückgehe. Es hat immer das Einfangen, das ist wirklich das Schwierigste, was so sieht. Und auch das Filigrane von den Blättern kommt wirklich gut raus. Ne? Also die Folie ist Weltklasse dafür geeignet. Ganz toll. Blöd, dass ich nicht kellne. Mal schauen. Ich finde sicher einen Abnehmer. Sommerpraktikum. Ja. So, womit machen wir weiter, Heike? Hättest du gern den Hasen oder halten wir uns das für den Schluss auf und machen jetzt mit dem Ich würde sagen, der Hase ist das Kunststück am Ende, weil er so viele verschiedene Farben hat. Und jetzt machen wir mit dem Das halte ich euch jetzt hier wieder in die Kamera. In diese. So. Und zwar hier seht ihr, was ich vorher. Ich hoffe, man hört mich. Ich versuche lauter zu sprechen und über die Schulter nach hinten. Das hat alles ein bisschen erschwerte Bedingungen. Also deine Datei mit deiner wunderbaren, wie heißt die nochmal, die Folie? Das ist die Grunge. Grunge, genau, entschuldige mich. Alles okay, das heißt hier mit deiner Datei, wo auch der Schattenspiel dabei sein kann. Und hier Not Today, auch in verschiedenen Varianten. Und jetzt brauche ich bitte nochmal eure Hilfe, weil ich zeige euch das jetzt, das Problem. Ich habe hier ein schwarzes Shirt vorbereitet. Und dann seht ihr auch gleich, was ich vorhin gemeint habe. Wenn ich das jetzt drauf halte, Not Today, lasst sich Not Today lesen. Also ist kaum zu sehen auf dem Schwarz. Allerdings natürlich der Schatten hier wäre wunderschön durch das T-Shirt gegeben. Ich muss schauen, dass das hier... Ich glaube, das sieht man das Rosa gar nicht mehr, weil es ist so ein schönes Rosa. Ich halte es in die andere Kamera. Wir haben hier nämlich auch das Problem, unter Anführungszeichen, dass wir hier von hell zu dunkel gehen und es wird immer Nacht und dann ändern sich die Lichtverhältnisse und dann stimmen meine Lichteinstellungen im Laufe der Sendung nicht mehr. Ich brauche, glaube ich, so. Seht ihr das Rosa? Ja, genau. Also entweder auf ein schwarzes Shirt, dann auf ein dunkelblaues Shirt. Das ist eine Spur besser, aber natürlich auch nicht so.
Und dann sieht man das. Not today kann man es auch nur erahnen. Und ich hätte sonst, wie gesagt, die Petrol-Variante. Und die liebe Caro wird mir dann sagen, für was sich alle entschieden haben. Im Übrigen, die Petrol-Variante hat meine Größe, hätte ich auch nichts dagegen. Schwarz hat die Größe von meinem Mann und das Hellblau von meinen Kindern. Also dann würde man halt hier, und ihr seht, das, was Heike eigentlich als Schatten gedacht hat, wäre halt Petrolblau. Ja. Und Not Today lässt sich dann aber lesen, vor allem wenn dann auch die Folie ab ist. Dann glänzt es nicht mehr, dann sieht man es noch eine Spur besser. So, ihr könnt mir jetzt gerne sagen, Petrol ist dabei. Petrol, ihr meint es gut mit mir. Gut. Unbedingt für dich. Okay. Dann auch hier vorpressen. Ah, wobei, jetzt muss ich ja nachstellen, weil wir haben ja kein Ausgleichskissen. Damit der Druck wieder besser stimmt, schaue ich einmal, ob das passt. Ah, könnte noch eine Spur fester sein. So. Genau. Perfekt. Vorpressen, Restfeuchtigkeit raus, Falten glätten und eventuelle Imprägnierungen verdampfen. Wenn es dazu irgendwie Fragen gibt, könnt ihr sie natürlich immer stellen. So. Und jetzt muss ich nur schauen von der Position. Wie tragst denn du das gern, Heike? Hast du das gern weiter oben? Ja. Weiter oben. Hast du da auch so Also einen ich Trick glaube, mit wenn drei ich. Finger breit oder so? Du, das kommt, also ehrlicherweise mache ich das total Pi mal Daumen, weil ich finde, das kommt ja auch ein bisschen auf die Designhöhe an. Wenn jetzt das Design flach, also niedriger ist, dann würde ich es eher ein bisschen weiter unten machen und wenn es höher ist, eher weiter oben. Dann zeige ich es euch nochmal. Da muss ich jetzt nur meinen Tisch runterfahren, damit ihr mich auch seht. Nachdem das ja für mich ist, könnte es eine Spur höher noch sein, ne? Ja, würde ich auch sagen. So. So, eine Spur. Okay. Gehen wir wieder in die andere Ansicht. Und zwar, das war dann ungefähr, ich weiß schon. Und da ist die erste Folie genug. Aber im Prinzip ist es egal, bei den zwei Folien ausgespart. Man kann mit was auch immer beginnen. Und ich ziehe das Ganze nur zurück, damit ich hier nicht die Nähte habe. Und wenn die Presse auch wirklich gut funktioniert, ach, ihr seht es nicht, ich kann es umdrehen. Wenn die Presse auch gut funktioniert, dann wird die ja auch flächendeckend gleich heiß. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, auch die Dinge nach außen zu positionieren. Kommt auf die Presse drauf an, ob die da auch das alles kann. So. Auch hier brauche ich nicht unbedingt eine Abdeckung, weil die Folie erstens mal das ganze Motiv abdeckt und auch meine Presse oben automatisch auch so einen Schutz integriert hat. Sage ich nur dazu, weil die Frage kommt sehr oft. Und dann kommt eine schöne Grungefolie. So. Kurz anpassen. Tut mir Erleichterung, wenn es eigentlich ganz gut reinpasst. Und ich finde mit dem Petrol finde ich es eigentlich sogar sehr schön. Was meinst du, Heike? Ja, nee, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es mir nicht Schlimmer so gut vorgestellt, gell? Ich sehe das deinem schwarzen Humor sozusagen an. Okay. So, jetzt halte ich das dann nochmal hier in die Kamera. So, ich glaube. Wird gut aussehen. Ja. Und da nochmal näher, dass ihr seht, das ist Babyrot, also Pink vom Polytape Turbo und deine Grunge-Folie. Und dann die dritte Farbe kommt vom T-Shirt. Natürlich könnte man jetzt die dritte Farbe nicht vom T-Shirt nehmen, sondern auch als Folie schneiden und dann auch noch als dritte Lage aufpressen. Und als allerletztes haben wir uns jetzt, damit ich wieder zum anderen umschalte, hier den Hasen. Hat die Karo schon perfekt, ja, hole ich gleich, vorbereitet. Da brauche ich wieder eure Hilfe. Und zwar habe ich da drei Varianten vorbereitet. Also der Hase, der steht fest. Und dann, was sagst du, Heike? Da bin ich gespannt. Ich habe einen Favoriten. Ja. Dann gibt es noch einen, du hast ja auch mehrere Sprüche dazu. Ich habe mir drei davon ausgesucht, aber in Summe hast du, glaube ich, sieben, acht oder so. Ich weiß es gerade nicht Ja, es auswendig, sind jetzt eben deutlich mehr, als ich komplett hier habe in der Datei dabei.
Und entweder hätte ich hier so für unten drunter Don't worry, be happy. Ich war zentriert, wäre mir jetzt zu langweilig. Ich glaube, ich würde es, wenn dann, unten rechts machen. Oder wir haben hier nochmal mit einer schönen Jeansfarbe No Bunny is perfect. Finde ich auch süß. Da würde es mich zentriert gar nicht mal stören. Fände ich sogar fast okay. Oder, und das gefällt, nein, ich wollte gar nicht sagen, ich wollte keinen Hinweis geben. Was mir besonders gut gefällt, Your Bundastic, und zwar würde ich das dann nicht vorne hingeben, sondern mir wird es gut gefallen, dann auch hinten das aufzugreifen. Und da zum Beispiel, finde ich, passt das nämlich gerade von der Form, die ist ja wirklich auch ungewöhnlich, aber für hinten gerade perfekt, würde ich es da hinten hinmachen. Das heißt, während ich jetzt anfange, den Hasen vorne zu verpressen, kann mir die liebe Caro die Kommentare lesen und mir sagen, was ich nehmen soll. Ne? Und den Hasen, ich habe den extra groß gemacht, damit man auch gut sieht hier, wenn ich arbeite. Den würde ich jetzt aber in dem Fall mit dem weißen T-Shirt fürs Kind auch zentriert machen. Was sagst du, Heike? Ja, ich auch. Du auch, Caro? Caro nickt auch. Okay. Ansonsten mag ich es ja auch gern mal eben nicht zentriert, aber in dem Fall finde ich es schöner. Und jetzt überlege ich gerade, da habe ich auch genäht. Ich hätte ja auch noch eine kleinere Platte, aber die will ich jetzt eigentlich nicht montieren. Frage an die Heike, wie kommst du auf so coole Sprüche? War das zu hören? Ja, also tatsächlich sind meine Stammis da diejenigen, die da in erster Linie mit den Ideen kommen. Also meistens läuft es so, ich mache eben eine Datei und da kommt aber schon noch ein Spruch. welchen hättest du denn gern? Ja, und dann sprudeln die Ideen. Und dann ergibt sich eins nach dem anderen und dann zack, ist so ein Set voll. Super. Würdest du es beim Hasen mit irgendeiner speziellen Folienfarbe anfangen? Ja, ich würde tatsächlich immer mit dem größten zusammenhängenden Teil anfangen, weil ich das nicht mehr auseinanderschneiden kann, wenn es nicht passt. Also das heißt, ich würde jetzt tatsächlich mit Schwarz anfangen. Dann mache ich das. Das heißt, Heike gibt uns den guten Tipp mit der größten Folie, mit der meisten Fläche, die am verbreitendsten quasi verteilt ist. Das heißt, das ganze Design einnimmt, weil wir wissen ja, es gibt immer eine kleine Schrumpfung und dann passen oft die Dinge nicht mehr 100% zusammen. Und wenn man das mit dem größten sozusagen beginnt, ist die Chance am größten, dass eben dann nur die anderen kleinen Teile vielleicht sich ein bisschen verschrumpfen, aber hier das definitiv gut aussieht. Ne? Habe ich das soweit? Ja, vor allem die anderen Teile kann ich ja dann auseinanderschneiden. Genau, die kann man dann zusammenpassen. Genau. Aber eine zusammenhängende große Outline, die kann man nicht zerschneiden. Ja. Genau, das stimmt. Dann schaue ich das mal, dass das Daumen mal Pi zentriert ist. Einmal kurz runter, einmal kurz rauf. Und ihr seht auch wirklich, wie schnell das geht. Das ist ratzefatze drauf. Dann nehme ich als zweites das Grau. Das ist nämlich, glaube ich, wirklich auch das zweitgrößte. Und da darf man sich ruhig trauen, auch also wirklich zu reißen. Da, wo die Folien sind, da klebt nichts. Also da kann man ruhig sich trauen, da das zu schichten und wieder abzuziehen vor dem Pressen. Und da bin ich auch schon drauf gekommen bei deiner Datei, da darf man sich auch nicht schrecken, wenn man denkt, es passt nicht, weil du hast dann auch wieder mit Schatten gespielt, mit Weiß und Schwarz und so weiter. Das heißt, da kommen dann noch andere Elemente. Also keine Panik kriegen, wenn das jemand macht und sagt, oh, da ist aber schon so viel reingeschrumpft. Nein, da kommt noch eine Farbe rein. Ja. Genau. Und da sehe ich zum Beispiel das Ohr. Nicht, wo aber so passt, da passt es auch. Und ganz ein kleiner Trick, manchmal, nicht zu viel, aber so ein bisschen kann man natürlich auch das Textil justieren, um die letzten Ätzlichen zu verbergen oder so, oder so richtig, nicht zu viel, weil sonst ist natürlich das Textil verzogen, aber so ein bisschen kann man auch ziehen, um das schön zu machen. So, dann die zweite Farbe, ach ja, das decke ich jetzt aber ab, wobei hier auch alles abgedeckt ist, aber damit ich auch niemanden verwirre, machen wir auch eine Teflonfolie drauf und pressen das ganz kurz an und ziehen das ab. Perfekt. Dann nehme ich als nächstes
Ihr könnt mitziehen. Weiß schon jemand, wie viel Farben es werden, außer der Heike? Weißt du überhaupt auswendig, wie viele Farben das werden, Heike? Nee, aber ehrlicherweise nicht. Ich habe es zwar heute selber nur gepresst, aber ich kann ja mal zählen. Nee, ich weiß es ja. Ich habe nur gedacht, nur für mich. Vielleicht ist das eine nette Frage. Und da sehe ich zum Beispiel, hier könnte ich jetzt schneiden und das besser anpassen. Die Schere habe ich hier. So. Das heißt, wenn hier leicht sich was verzieht, kann man einfach das schneiden und manuell nochmal nachpassen. Also für alle, die sich das erste Mal da an Mehrfarbigkeit trauen, das sind so wirklich kleine Tipps und Tricks, die Gold wert sind, weil ich habe vor der Sendung auch wieder einige Anfragen bekommen, dass sich die Leute nicht trauen, mehrfarbig zu beginnen. Kommt da beim Ohr dann noch was? Warte, da muss ich jetzt glatt schauen, ob da noch eine Farbe kommt. Nee. Damit ich da auch nichts falsch mache. So. Wobei das Weiß hätte ich ja eigentlich fast weglassen können, weil es ist ein weißes T-Shirt. Aber geschnitten ist geschnitten, wird verpresst. So. Zack. Weil ich gerade gesehen habe, dass die Frage kam, ob man den Hasen auch ohne Brille machen kann. Der ist tatsächlich mit mehreren in mehreren Versionen enthalten. Also mit Brille und Mütze, mit Brille und Kopfhörer, mit Brille und Mütze als Mädchen, mit Brille und Kopfhörer als Mädchen, mit ohne Brille, dafür mit Schleifchen und ohne Brille als Mädchen mit Blume und den Augenkopf. Genau. Ja, in ganz vielen Varianten. Also ja. Für jeden was dabei, für Junge, für Mädchen, mit allen möglichen Vorlieben. Das mag ich auch wirklich total gerne in deinen Dateien, dass es so abwechslungsreiche, vielseitige Sachen sind. So, das hätte ich vielleicht auch vorher pressen sollen. Aber wobei, ich muss ja immer sagen, mich stören diese Blitzer nicht. Ich zeige das dann später in der Kamera. Ich finde die eigentlich sogar immer recht schön. Aber für alle, die das halt nicht wollen, die müssten dann halt schichten. Und hier sieht man auch die Verschrumpfung. Das heißt, hier gebe ich dann, schneide ich hier nochmal grobflächig weg, damit ich auch so wenig wie möglich Plattenabdrücke habe. Das heißt, je mehr ich hier an die Folie ranschneide, desto weniger Abdruck vom Rand der Folie habe ich dann in meinem Motiv. Oder halt dann auch gar nicht im Idealfall. Und da schneide ich auch noch zurecht. Also das mache ich jetzt nicht ganz so sorgfältig, aber der Tipp wäre, wenn ihr das wirklich zurechtschneiden müsst, damit das wieder gut eingepasst werden kann, je näher ihr das dazu abschneidet, desto schöner wird es dann, wenn schon Folien drunter sind. Wenn keine Folie drunter ist oder das nicht abgedeckt wird oder nicht drauf der Folie ist, dann ist es nicht so wichtig. Miriam, kurze Frage, wenn du bei einer Datei eine Folie weglässt, quasi eine Farbe, verstößt du dann gegen das Urheberrecht? Nö. Aber da kann die Heike ist ja auch Rechtsexpertin fast, ne? Da kannst gern du antworten, aber das ist natürlich, hat ja mit dem Urheberrecht nichts zu tun. Nein, um Gottes Willen. Das ist ja einfach nur die Dateien Freiheit, werden ja zum Blocken zur Verfügung gestellt und also ich wage jetzt mal zu behaupten, auch bei den strengsten Designern darf zumindest alles mit der Datei gemacht werden, was man damit machen darf, ohne sie zu verändern. Und wenn man was weglässt, verändert man die Datei ja nicht. Genau. Ja. Aber ich meine, ich verstehe, warum die Frage aufkommt. Ah, ich habe einen Fehler gemacht, glaube ich. Hey. Ja, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe vergessen, was abzuziehen vom Weiß. Und das hat sich jetzt mit der Folie verschmolzen. Die kleine Cricket einzogen. Nein, es geht die Trägerfolie. Ich habe vergessen, eine Trägerfolie vom Weiß abzuziehen. Und jetzt hat sich das sehr stark verbunden mit dem da drunter. Schauen wir mal. Ich habe jetzt aber noch die schöne Jeansfolie. Also ihr seht, auch mir passieren solche Fehler. Wie würdest du sie jetzt reparieren? Ich weiß nicht. Vielleicht. Also ich mache das, bei mir passiert das tatsächlich öfter. Aber schau mal, ich kann, weißt du was? Das kann ich zwar heute nicht in der Sendung mehr, aber ich kann den linken oberen Ohr in rosa nochmal schneiden.
und nochmal einpassen. Und deswegen zahlt sich es auch immer aus, das, was man geschnitten hat, abzuspeichern in genau der Größe, in der man es verwendet hat, weil sonst geht der Trick auch nicht. So, und jetzt schauen wir, was wir hier noch tun müssen, dass das einigermaßen passt. Aber ich denke, das sollte okay sein. Aber da muss ich schon sagen, da hast du schon was Herausforderndes designt. Was sich aber wirklich auszahlt, wenn man es dann gemacht hat, kann man wirklich stolz auf sich sein. Und jetzt in der letzten, bei der letzten Folie dann die ganze Zeit, was ja bei Turbo 5 Sekunden nicht wirklich viel ist, nämlich genau 5 Sekunden. Und dann ist man auch schon fertig. So, ab, heiß. Zack. Und das halte ich euch jetzt hier da in die Kamera. Moment. So. Und natürlich hat mein Hase jetzt nur ein rosa Ohr, aufgrund des Fehlers, der mir da passiert ist. Genau, und ihr seht zwar die Blitzer, so, das auf der Wange da, das gehört zum Design, das ist jetzt hier, das da ist weiße Folie, die da zu sehen ist, und ein paar weiter unten, aber ich mag das, ja? Also ich mag so kleine Blitzer sehr gern, ich finde, das schaut echt schön aus. Genau, und das waren, ich schalte schnell die Presse aus. Ich fahre dann nochmal hoch, dass man auch wieder mich sieht. Das waren die Designs von heute. Ich komme wieder zu dir, Heike, dass wir wieder gemeinsam sprechen können. Muss sagen, ich finde jede einzelne Datei wirklich super. Bei dir noch im Shop. Ich steht hier noch eingeblendet. Moment, so, da. Rabattcode Oma Plot, Plotter Expedition. Genau, genau. Ja. bis zum 25.07. noch für 50%. Das If you never try, you will never know ist das Freebie. Das gibt es auf der Polytape-Seite. Jetzt gehe ich noch einmal in die andere Ansicht, Heike, bevor ich dann nochmal zu dir komme und zeige das nochmal alles her. Und zwar, damit ihr auch wisst, was wir heute gemacht haben. Wir haben mit Polyflex Turbofolien gearbeitet. Das heißt, das Rosa, das Gold, das Weiß, das Schwarz, das Grau, alles, was ihr gesehen habt, war Polyflex Turbo. Ich muss immer schauen, wo ich es hinhalten muss. War Polyflex Turbo. Und die Designfolien von der lieben Heike, Designfolien bei Oma Plot, findet man sie, sind auch Turbofolien. Das heißt, sie sind so aufbereitet, dass es genau mit den gleichen Parametern verarbeitet und aufgepresst werden kann. Ich habe auch schon, Caro möchte was sagen. Ja, Caro zeigt auf. Die Schrift fehlt am T-Shirt. Die Schrift fehlt. Der Spruch. Der Spruch. Ich habe die Besitzer bei mir auch zur Seite geschaltet. Ah ja, dann lassen wir die Caro noch arbeiten heute. Und die Schrift werde ich noch einblenden. Du kannst vorbereiten. Ist da schon eigentlich eine Präferenz gekommen? Es sind ganz viele bunte Ideen. Auf der Rückseite finden die meisten cool. Welche Sprüche... Manche haben gemeint, alle, nur einen. Ah, okay. Dann überlassen wir das Ganze der Caro. hier ist auch der Tisch, ihr seht die Caro. Und ich kann nämlich, glaube ich, trotzdem einblenden, was ich euch jetzt zeigen wollte. Und zwar, wie gesagt, wir hatten die Turbofolie, die Designfolie bei Oma Plot. Ihr seht auch oben, wo ihr die Folien von Polytape kaufen könnt. Die Designfolien gibt es im Bundle beim Ruhrplottkind, die Janina schickt sicher nochmal den Link in den Chat. Ich werde den Link dann zum Bundle aber auch noch in den Videos ergänzen, direkt wenn es vorbei ist, die Sendung. Und die Einzelfolien gibt es dabei bei der Heike im Shop und dann spätestens ab August auch beim Fachhandel, bei den Händlern, die oben eingeblendet sind, zu kaufen. Wenn euch eins der Designs gefallen hat, könnt ihr da gerne nachplotten und uns das schicken. Falsch, hier auf die plotterexpedition@poly-tape.de Seite, dann kann ich das in der nächsten Sendung einfügen, herzeigen und ihr habt auch die Möglichkeit, eine Expeditionsbox zu gewinnen. Die Webseite noch einmal ist poly-t.de/plotterexpedition. Dort findet ihr die Infos zu der heutigen Sendung, aber auch zu allen Sendungen, die schon gewesen sind, mit den Links zu den Freebies und Informationen zu den Gästen. Und hier nochmal in Hashtag Plotterexpedition, da freuen wir uns natürlich auf Instagram besonders, wenn ihr was umsetzt, wenn ihr uns auch da markiert. Genau, das ist das. Und während jetzt die Caro da noch das schön fertig veredelt, liebe Heike, wollte ich mit dir noch ganz kurz sprechen und was einblenden. Und zwar hier
Einmal nochmal die Seite. Also da finden wir auch schon genau das Freebie von dir, was du uns heute zur Verfügung stellst, was auch dauerhaft erhältlich ist, was ja ganz untypisch ist für dich, ne? Bei dir gibt es normal Freebies nicht dauerhaft. Wir haben es geschafft, dir da eines, wie sagt man, davon dir eins zu bekommen. Also vielen herzlichen Dank dafür. Hier auf der Seite gibt es immer die Infos und auch die ganzen vergangenen Sendungen und Freebies, die waren, sind auf dieser Seite zu finden. Die Gewinner sehe ich gerade, habe ich auch schon bekommen. Und zwar gewonnen haben die Agnes Witt, da mache ich jetzt aber noch kurz nochmal mich hier. Agnes Witt hat gewonnen, Pia Hirschhausen und Katharina Schwarz. Ihr habt jeweils, damit ich jetzt auch das Richtige in die Kamera zeige, ihr habt jeweils eine Expeditionsbox gewonnen mit 20 A4 Bögen von Polytape, eine bunte Mischung, und die liebe Janina stellt es immer pro Sendung exklusiv zusammen. Also es ist jedes Mal anders, gibt es nicht zu kaufen und ihr habt da wirklich einen tollen Gewinn. Das Bundle, wie gesagt, Expeditionsbundle gibt es beim Ruhrplottkind ab sofort, die Designfohlen auch bei der lieben Heike. Und dann wollte ich nochmal hier zurückgehen und noch ganz kurz mit dir, lieber Heike, über den Plotterkongress sprechen, weil der ist ja im September. Wir werden nämlich im August eine Sendung auslassen, weil wir sind ja immer am dritten Donnerstag jeden Monat gehen wir live. Im August haben wir gesagt, machen wir eine kleine Sommerpause, besprechen auch, was wir vielleicht noch alles noch besser und optimaler machen können und starten dann wieder im dritten am dritten Donnerstag im September mit der nächsten Plotter-Expedition. Und im September haben wir davor aber eben unseren Plotter-Kongress. Das seht ihr hier auf der Seite. Das ist die Seite poli-t.de/Plotter-Kongress. Und hier könnt ihr euch noch zum Newsletter anmelden, unverbindlich, einfach um die Informationen zu kriegen. Es sind schon zwei oder drei rausgeschickt worden mit Informationen zum Kongress. Der nächste kommt ich denke, in den nächsten Tagen, im Laufe der nächsten Woche. Und wir stellen euch die Teilnehmer vor, die da dabei sind. Mitunter bist auch du, liebe Heike. Und zwar, wie wirst du dich einbinden? Weißt du das schon? Ja, also ich glaube, ich werde mich, also soweit ich weiß, wie die entstand, wo ich mich ein bisschen präsentieren darf. Und ich glaube, es ist auch im Gespräch, dass ich vielleicht einen Workshop anbiete. Genau, das heißt, wir haben da ganz eine tolle Plattform, die eine grandiose Interaktivität zulässt. Da bekommt jeder, der mitmacht, von dir, von anderen bekannten Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal aus der Plotter-Szene, ich mag das Wort Influencer eigentlich nicht so gern, aber von vielen solchen, die sind dabei, Shops und Aussteller und Partner von Polytape ist dabei, ich bin dabei und wir haben da eine tolle Sammlung an ganz verschiedenen Personen, die da vertreten sein werden, mit denen ihr allen sprechen werdet, können sehr interaktiv, auch mit Freunden kann man sich da wunderbar auf unserer Insel bewegen. Und du hast gesagt, du machst einen Workshop und es werden ganz viele Workshops geben und da die ganze Info, wer dabei ist, kommt bis der Kongress stattfindet, immer wieder. Und deswegen kann man sich hier auf dieser Seite gerne noch zum Newsletter anmelden und bekommt dann ab sofort alle aktualisierten Informationen dazu. Genau, das wollte ich sagen. Und ich könnte ja auch noch ganz kurz für die, die nämlich den Newsletter noch nicht gesehen haben, den letzten, ein Bild zeige ich euch gerne in die Kamera. Du hast, glaube ich, schon gesehen, gell? Liebe Heike, unser Startbild, weil mit dir bin ich ja schon quasi auch mal durch die Plattform gelaufen. Zwar noch nicht die Insel, die bauen wir gerade erst, ist aber wirklich spannend. Jetzt suche ich nur noch Ja. ganz schnell das Album. Tolles Konzept. Mir gefällt mir sehr gut. Genau, und hier, das darf ich ja schon verraten, das ist das erste Bild, das ist schon rausgegangen. So ist das Startbild der Insel, sieht man das jetzt? Ja, der Insel. Wir kommen alle auf einem Schiff an und dann starten wir los, die Insel zu entdecken. Und da wird es wuseln und ich freue mich schon sehr, aber bis dahin haben wir noch einiges zu tun. Aber ich freue mich, dass du dann auch dabei sein wirst, dass ganz Freue mich viele auch. andere Kollegen und Kolleginnen und Freunde und Partner dabei sind, Politik vertreten sein wird. Und das wird ganz toll. Caro natürlich auch. Oh Gott, Caro arbeitet noch. Caro arbeitet heute noch. Ich bin schon im Ferien, freiem Modus irgendwie. Das heißt, ich schalte noch einmal zu ihr um. Und ihren Tisch. Genau. Ah, sie hat sich kreativ ausgetobt. Du hast so viel erklärt, ich hatte genug Zeit, um alle drei hinaufzupressen. Okay, sehr gut. Alles soll, denn wir wollen ja auch nichts verschwenden. So ist es. Perfekt. Okay. Vielen lieben Dank, Caro. Wie gefällt es dir, Heike? Sehr gut.
Okay, ja, dann gehe ich nochmal nur zu uns her, damit ich mich nochmal von dir verabschieden kann. Ich möchte mich nochmal von Herzen bedanken, dass du dir so viel Zeit genommen hast, dass wir so toll vorbereiten konnten im Vorfeld, dass wir auch ganz viel in Zukunft noch zusammen machen werden. Und jetzt gibt es dich noch im Zoom. Das heißt, wir haben heute ein bisschen ein kürzeres Zoom-Meeting. Der Michael ist heute leider kurzfristig verhindert. Wir wollen es aber definitiv dennoch stattfinden lassen. Du wählst dich auch kurz ein. Das heißt, den Link hat, glaube ich, die Janina auch schon gepostet. Der ist aber auch in der Videobeschreibung auf YouTube und Facebook zu finden. Da muss man, glaube ich, nur runterscrollen, dann ist er da. Ich starte das wahrscheinlich in 10 Minuten. Ich brauche eine ganz kurze Pause, 5 bis 10 Minuten. Einfach warten, bis ich das Meeting starte und dann können alle gern, die mit uns noch ein bisschen plaudern wollen, noch eine Frage haben, gern in den Meetingraum kommen. Also ich würde mich sehr freuen, wer noch Zeit und Lust hat, gerne reinkommen, auch wer vielleicht zu den ein oder anderen Folien oder Dateiwunsch loswerden will. Ja, Zahlt gerne sich aus, zahlt sich aus, sich nochmal dazu zu klinken. Die Caro ist dann auch da. Die darf jetzt auch dann kurz Pause machen. Die ist ja auch immer ganz fleißig im Hintergrund tätig. Also ich freue mich für alle, die sich jetzt noch gleich einwählen. Schick euch ganz liebe Grüße, wo auch immer ihr gerade sitzt. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Nicht vergessen, August fällt aus. Dritter Donnerstag im Monat, also dann im September. Ich weiß das Datum nicht, deswegen merkt man sich es am besten mit dritten Donnerstag im Monat. Sind wir wieder für euch da und dazwischen gibt es vom 10. bis 12. September den Plotter-Kongress und da freue ich mich schon wirklich von ganzem Herzen drauf. Wir sehen uns gleich im Zoom. Ich hoffe, einige von euch auch. Bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe. Baba! Tschüss!